In diesem Video möchte ich die Bedeutung der Mondknoten in einem Horoskop chronologisch betrachten, denn ihre Bedeutung hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Herzlich willkommen in der Videoreihe „Der Kapitän meines Schicksals bin ich“. In der indischen vedischen Astrologie spielten und spielen die Mondknoten eine sehr große Rolle und wurden mit dem Karma in Verbindung gebracht, wobei der Rahu, der nördliche Mondknoten, den Kopf des Drachen symbolisiert und der südliche Mondknoten den Schwanz des Drachen Ketu. Wir sollten aber nicht vergessen, dass die Inder ein anderes Astrologiesystem haben. Wir im Westen wurden nicht mit einem Drachen konfrontiert und so schenkten wir den Mondknoten in der Astrologie nicht viel Aufmerksamkeit, außer um das Schicksal von Völkern, Königen und Katastrophen von Menschen zu sehen. Wenn wir einen Astrologen aus der Zeit der hellenistischen oder arabischen Astrologie fragen würden, was ist Karma? Der würde uns sehr fragend anschauen. Wir finden in der hellenistischen und arabischen Zeit Astrologen nur als Berater von Königen, um über Gesundheit und Kriege vorherzusagen. Sie sagten voraus, wann ein Krieg beginnen würde, wann es eine Hungersnot oder eine Wetterkatastrophe geben würde. Der Astrologe musste in seinen Vorhersagen sehr genau sein, denn er musste seinen Kopf retten. Das war damals ein bisschen anders als jetzt. Eine falsche Prognose und auf Wiedersehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Astrologe musste den König also verantwortungsbewusst sowohl auf die guten als auch auf die schlechten Dinge vorbereiten, damit er, also der König, bereit und in der Lage war, sie zu meistern. Im Westen gab es so etwas wie persönliche Astrologie nicht. Vielleicht gab es sie, aber die war wahrscheinlich so ein bisschen insgeheim. Die Fragen der westlichen Welt waren zu verschieden von dem Entwicklungsinteresse der Inder mit dem Karma. Die westliche Welt der hellenistischen Zeit und arabischen Zeit war mehr an den kosmischen Kräften um sie herum interessiert. Ptolemäus erwähnt in seinem Buch, ich glaube im dritten Buch, dass wenn die Lichter an bestimmten Stellen in Bezug auf den Mondknoten stehen, geschehen verschiedene Dinge und in der Regel gesundheitliche Probleme. Irgendwann zwischen 1700 und 1800, als die Astrologie mit der Theosophie und insbesondere mit Blavatsky und Alan Leo in Kontakt kam, kam das Karma in den Westen. Seitdem entwickeln wir uns weiter. Wir kommen immer weiter auf neuen Entwicklungsebenen. Wir entwickeln uns bis ins Unendliche, so weit, dass wir uns eines Tages vor lauter Entwicklung selbst verlieren. Ja, ihr wisst schon aus dem Ton, so sehe ich das. Dieses viel Entwickeln uns nicht so ganz meins. Ja, auch die westliche Astrologie ist davon nicht verschont geblieben, von dieser Entwicklung. Inzwischen haben wir die intuitive Astrologie. Jeder kann sagen oder Theorien aufstellen, wie er meint. Intuitiv halt. Mehr sage ich dazu auch nicht. Ja, und da, wo die Astrologie der hellenistischen und arabischen Zeit sagte, das ist ein Horoskop, das ist dein Weg, es liegt in deiner Verantwortung und wenn du es vermasselst, es gibt keinen Gott, der Erbarmen hat und dich verschonen wird. Plato erzählt dies sehr deutlich
in Mythos des Er in seinem Buch Politeia. Also, da wo kein göttliches Erbarmen gab, kommt jetzt die Theosophie und sagt, Gott erbarme. Also, Gott kann sich dir erbarmen und du kannst davon kommen oder damit durchkommen oder verschont werden. Also, im 20. Jahrhundert wurde zusammen mit der Psychologie die heutige moderne Astrologie entwickelt, die ein Mischmasch von allem irgendwie, bisschen was von allem sozusagen ist. Bis zu der intuitiven Astrologie hin, ne, wie ich vorhin erwähnte. So wurde mit der Zeit das Horoskop zu einem Werkzeug für die psychologische Entwicklung des Menschen. Um 1960 hatten wir einen astrologischen Boom. Wir hatten die Polyastrie im Wassermann und dann tauchten im Westen viele Schamanen, weiße Männer und Gurus auf, die die westliche Welt aufrüttelten, und so begann die westliche Welt indische Traditionen zu folgen. Die Mondknoten sind nun in ihrer astrologischen Deutung mit der Gesellschaft und der Gesundheit verbunden worden. Die Araber waren es die ersten, die sich darüber im Klaren waren, dass sich die Mondknoten in einer Achse, also in eine eigene Achse bewegen, entgegengesetzt zu den Planeten. Der Nordmondknoten deutete auf Überfluss hin und der Südmondknoten auf Entbehrung. Und das erinnert uns vielleicht an die zwei Nous von Aristoteles. Nous übersetzt auf Deutsch ist Geist oder Verstand. Also Aristoteles sprach darüber und auch Plato erwähnte dies im Kratylus, wo der eine Verstand, der Intellekt, und der andere Verstand, die Klugheit sein soll. Es sind wie zwei Kreise, die gegenläufig wirken, und wenn ich mich nicht irre, ist das Intellekt, der gegen dem Uhrzeigersinn sich bewegt, und die Klugheit, der im Uhrzeigersinn sich bewegt. In der modernen Astrologie, wenn wir die Mondknoten astropsychologisch betrachten, dann bringen wir sie in Bezug auf Mutter, Vater, Familie, Umfeld und so weiter. Wir hier in dieser Videoreihe werden die Mondknoten als Energien, die unsere Verhaltensweise beeinflussen, betrachten. Diejenigen von euch, die meine bisherigen Videos gesehen haben, wissen, dass Karma und die Belohnung oder Bestrafung im nächsten Leben nicht allzu viel meiner Lebensphilosophie entspricht. Hier werden die Aufgaben erfüllt, hier werden sie auch gestellt. Und ja, entweder man erfüllt die oder nicht. Das nächste Leben, wenn es das überhaupt gibt, dann ist das neues Spiel, neue Möglichkeiten. Natürlich habe ich die Techniken und die Philosophie der dragonischen Entwicklungs- und karmischen Astrologie gelernt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das auch komplett ablehne, nein. Ich nehme das so als, okay, kann ja sein. Aber mein Dasein jetzt in diesem Leben möchte ich natürlich so positiv wie möglich beeinflussen. So beobachte ich, wann habe ich Schwierigkeiten mit den anderen? Wann reagieren die anderen, wenn ich bestimmte Verhaltensweise an den Tag lege? Wann tue ich Dinge, mit denen ich sogar selber mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin? Und meiner Erfahrung und Beobachtung nach, das zeigt mir die Position der Mondknoten im Zeichen und Haus in meinem Horoskop. Also die Stellung der Mondknoten
im Zeichen und Häuser im Horoskop und ihre Beziehung zu allen anderen Planeten des Horoskops geben uns eine erste Vorstellung von dem Verhalten des Horoskopseigners. So zeigen uns, wo und ob in diesem Bereich ein Überfluss oder ein Mangel besteht. Ob die Person es geschafft hat, ihre Mondknoten ins Gleichgewicht zu bringen, das kann nur die Person selbst sagen, denn das hängt von vielen Faktoren ab. Von dem Umfeld, wo sie aufgewachsen ist, ihrer Ausbildung, ihre Freunde, noch viel mehr. Und natürlich von dem DNA, den Informationen, die sie in ihre Zellen trägt. Oft sind diese Verhaltensweise euch nicht bewusst und so werdet ihr sehen, dass ihr Probleme mit den anderen Menschen um euch herum habt und ihr werdet nicht in der Lage sein zu verstehen, warum. Hier werden wir also die Achsen nehmen und sie studieren, sodass wir die Antworten finden können, die wir brauchen. Natürlich müssen wir wissen, wo die Mondknoten in unserem Horoskop stehen, in welchen Zeichen und in welchem Haus. Ich werde zuerst mit der Achse beginnen, in denen jetzt aktuell die Mondknoten stehen. Also die Achse wieder Waage. Und wir haben 12 Achsen insgesamt, also 12 Oppositionen. Die sind wirklich sehr interessant zu beobachten, wie die sich in unserem Verhalten auswirken. Die Personen, oder nehmen wir mal jetzt die eine Person, die Person, die in der Lage ist, das entgegengesetzte Zeichen zu integrieren, also die Energie des Nordmondknotens, diese Person wird in der Lage sein, ihre mitgebrachte Energie, also die des Südmondknotens, zu stärken, wenn wir den Südmondknoten als etwas Vertrautes, als unserem eigenen Element sozusagen sehen. Jede Achse hat zwei Polen. Die Achse wieder Waage, die Achse des Ich und Du, der Kämpfer und der Diplomat, der Einzelgänger und das Paar zum Beispiel. Diese Achse, eine Möglichkeit, ne, zeigt uns, dass etwas Diplomatie würde den wieder Südmondknoten gut tun. Und etwas mehr Mut und Entscheidungskraft würde die Waage Südmondknoten gut tun. Das jetzt nur so grob gesagt. Wir werden ja das alles noch genauestens sehen in den kommenden Videos. Indem wir also darauf achten, ob die zwei Polen im Gleichgewicht sind, werden wir schnell erkennen, ob einer übermächtig ist, sodass wir ihn mit dem Element des anderen ausgleichen können. Auf diese Weise werden beide Pole ins Gleichgewicht kommen. Wenn wir mit den Mondknoten nicht im Einklang stehen, dann wird uns etwas fehlen und das kann uns von depressiv bis zu aggressiv in unserem täglichen Verhalten machen. Und hier ein Ausschnitt aus dem Mythos des Er, das möchte ich euch mal, diesen Ausschnitt möchte ich erwähnen. Das Ziel des Menschen ist es, der vollkommene Geist zu werden. Und das wird erreicht, wenn die Seele alle möglichen Erfahrungen gemacht hat, um den Grad der Vollkommenheit zu erreichen. Und so wird der Geist keine weitere Inkarnation mit einem physischen Körper mehr benötigen. Ich habe ein Video über den Mythos des Er aus Platons Buch Politeia gemacht. In dem Video habe ich versucht, den Mythos mit der Astrologie zu verbinden. Ich empfehle euch, es anzusehen. Ihr findet dieses Video unter meiner Playlist Philosophie
trifft Astrologie. Und da werdet ihr erkennen, wie vielen Freiraum und Freientscheidungsraum wir überhaupt haben. Und noch ein paar Worte zu den Mondknoten, wenn wir diese astronomisch betrachten. Die Mondknoten sind zwei imaginäre Punkte. Es sind Schnittpunkte der Bahn des Mondes mit der Bahn der Sonne, also die Mondbahn mit der Ekliptik, die Sonnenbahn. In diesem Fall haben wir hier den Südmondknoten und hier den Nordmondknoten. Wenn wir an diesen zwei Schnittpunkten in der Nähe Neumonde oder Vollmonde haben, dann haben wir Eklipsen, also Finsternisse. Wenn wir einen Neumond haben, dann haben wir eine Sonnenfinsternis. Wenn wir einen Vollmond haben, dann haben wir eine Mondfinsternis. Und das Ganze spielt liegt daran, dass diese zwei Bahnen in 5 Grad zueinander stehen und die Schnittpunkte sind in einer Gerade mit der Erde. Mit diesem Video schließen wir mit den allgemeinen Informationen ab und ab dem nächsten Video werden wir beginnen, die Achsen eine nach der anderen zu betrachten. Und hier habe ich noch etwas, was vielleicht die Griechisch Sprechende unter euch interessiert. Ich möchte euch Herrn Georgios Charalambidis vorstellen, der viele altgeschriebene Texte ins Neugriechisch übertragen hat und soweit ich weiß auch sogar im Englischen. Ich habe ihn vor kurzem entdeckt, als ich mehr Informationen über die Geometrie der Seele suchte und überhaupt über die heilige Geometrie, Ieri Geometria. Hier ein kleiner Ausschnitt seiner Arbeit in sehr, sehr freien Übersetzung von mir. Ich muss hier eine kleine Korrektur machen, das ist mir gerade eingefallen. Ich sprach von dem zweiten Verstand, der die Klugheit sein soll. Ja, aber mehr in Richtung Weisheit, ja, Vernunft, so in die Richtung. So, und jetzt. Herr Charalambidis liest und übersetzt die alten Schriften vom Hermes Trismegistos von Pimandris und das aus der Heilige Geometrie. Nun steht da, Gott ist nicht etwas Allgemeines und Unbestimmtes, der sich an irgendeinem Punkt im Universum befindet oder auch nicht. Gott, sagen uns die alten Texte, er ist in uns, er wohnt in jedem Menschen, deshalb wird der Mensch als Gottes Sohn betrachtet, nicht allgemein und vage in ihm, sondern er ist in ein sehr spezifisches Organ in seinem Geist. Also Gott ist im Verstand eines jeden Menschen zu finden und der Mensch hat die Verpflichtung, seinen Verstand so zu beanspruchen, dass er den Gott, der in ihm wohnt, aktiviert. Das heißt, Gott drückt sich durch die Gedanken des Menschen aus und der ganze Unterschied, der zwischen Gott und den Menschen besteht, ist ein spezifisches Thema in unserer Denkweise. Und das, was ich euch gerade gesagt habe, ist etwas, woran die gesamte altgriechische Literatur glaubt und alle Philosophen haben es auf die eine oder andere Weise gesagt, aber es ist eine so spezielle Angelegenheit und besonders, dass wir die Dinge oft nicht leicht verstehen können. Also, wer unter euch Griechisch spricht und an Philosophie interessiert ist, ich kann ihm Herrn Charalambidis wärmstes empfehlen. Ein Text, der sehr großen Bedeutung erhalten wird,
wenn die Mondknoten die Achse Fische-Jungfrau erreichen. Und das ist bald. Und hier möchte ich euch einige meiner inzwischen liebgewordenen Bücher über die Mondknoten vorstellen. Mein absolut liebstes und wenn ich darüber nachdenke, mein allererstes Astrologiebuch überhaupt, welches mir von einer Karma-Astrologin, Ulrike, empfohlen wurde, noch in einer Zeit, wo ich mit Astrologie gar nicht so im Sinn hatte, ist das von Jan Spiller, Astrology of the Soul. Und das allerlustigste und allerkleinste Buch ist das von Siramittag. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Alle Bücher werden wir im Laufe der nächsten Videos sicherlich begegnen und sicherlich werde ich das eine oder andere aus den Büchern euch vorlesen oder erwähnen. Denn ein großer Teil meines Wissens kommt aus diesen Büchern, aber der allergrößte Teil kommt aus meinen Beobachtungen über mein Horoskop und über so viele Horoskope, die ich bis jetzt studieren durfte.